Wir können es einfach im Draft angucken. Ich denke, da wird sich auch nochmal viel entscheiden. Vielleicht kommt ja Bangkok Titans mit einem genialen Draft davon. Mal schauen. Wir spielen im Kalista-Bann, Kalista war bei EDG auf jeden Fall schon. Also sie versuchen halt die Annie-Kalista-Kombo ein bisschen zu unterbrechen, weil sie, denke ich mal, auf diesen wirklich entscheidenden Engage von Annie einfach nicht klarkommen werden. Flash Tibbers ist zu mächtig, wenn man es einsetzt, und es ist, wie gesagt, Malkus Main Support, der beste Support, den er spielt. Ich finde auch, man hat in dem Spiel von SKT gegen EDG gesehen, dass er mit Trash, Kalista, dass sie auch durchaus Druck hatten, aber es ist einfach nicht das gleiche wie eine Annie, die halt so viele Möglichkeiten zum Engagen hat, entweder mit dem Flash oder mit der Kalista-Ulti und den Tibbers reinzusetzen. Und von daher finde ich diesen Ansatz doch schon gut, dass man halt Kalista und im Prinzip Annie damit gleich rausnimmt. Ja, Bangkok Titans hier mit dem TF-Bann wieder einfach in die Sparte rein. Sie versuchen so gut wie möglich das Spiel normal zu halten, wenn TF im Spiel ist. Man hat gesehen, wie viel Action bei dem Spiel von SKT gegen EDG war. Ja, sie versuchen das rauszunehmen, sie versuchen es relativ klassisch zu halten. Edward Gaming mit den Standard-Buns, Morde Gangplank als OP, Elise damit nicht zu viel Early Pressure, hat gesehen, was SKT mit Elise macht und wollten einfach wahrscheinlich einfach als Antwort auf den Rek'Sai-Bann. Und als Antwort, ja. Sollte man eigentlich so machen. Ich meine, Lulu ist jetzt offen, aber Lulu ist wahrscheinlich ein geringerer Faktor für so ein Team als eine Elise, weil Lulu, natürlich, man hat gesehen, Lulu ist natürlich besser, je besser das Team auch ist. Wenn man Bangkok Titans Lulu gibt, dann ist es halt okay, weil EDG sollte im Normalfall eigentlich wirklich Early Midgame die größere Advantage haben, auf jeden Fall. Er hat in dem Draft von H2K ja auch gesehen, das war exakt derselbe Bann. Das ist eher so, man unterschätzt es nicht, sondern man will einfach versuchen, so einen Faktor aus dem Spiel rauszunehmen. Elise ist doch schon ein sehr starker Early Game Faktor und es ist als Antwort auf Rek'Sai okay. Man hätte auch traden können, jemand im Team bei Origin hätte definitiv getradet. Aber wenn man gegen Bangkok Titans spielt, möchte man wahrscheinlich einfach kein Risiko eingehen. Das heißt, man gibt lieber eine Lulu, die einfach Early und Midgame eben nicht den Impact hat, den Elise im Vergleich zu anderen Junglern eben hat. Ich glaube, das ist halt einfach wirklich auch die Sicherheit, dass sie wissen, okay, wenn das Spiel lang wird, wenn es später zu einer Entscheidung kommt mit den Rotationen, mit den Objectives, wo man sich clever entscheiden muss, wo man halt wichtig gut als Team arbeiten muss, dann wissen sie halt einfach, dass sie stärker sind, dass sie besser zusammen spielen. Und ich glaube, das ist einfach der richtige Ansatz. Lass die halt im Early Game einfach nur nicht irgendwas Verrücktes spielen, womit sie nach vorne kommen und eventuell Spiel snowballen. Und dann sollten wir eigentlich sicher sein. Also eine Fiora wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Damit kann man ein Spiel probieren zu snowballen. Das heißt, die Lulu sollte dann am besten. Also, Lulu haben wir auch eben. War das die Top-Lane-Lulu? Ja, das war die Top-Lane-Lulu. Ja, Darius ist jetzt noch offen. Darius Lulu zum Beispiel wäre ziemlich solide. Allerdings würden sie damit den Flex-Pick aufgeben von der Lulu und. Deswegen weiß ich nicht, ob man jetzt wirklich schon Top-Lane picken sollte in der Rotation oder erwarten soll. Mhm. Ich denke eher, dass Support und Jungle hier angebracht wäre normalerweise. Also wenn sie jetzt den... Oder auch AD-Carry. Also AD-Carry, wenn Triss noch offen ist zum Beispiel, jetzt wäre gut. Man braucht nicht unbedingt den Jinx. Support zu picken. Ja. Man sieht ja den Support, man kann sich einfach Jinx nehmen oder Tristana, in dem Fall wäre auch okay gewesen. Man versucht eben das Maximale aus dem Lulu-Pick rauszuholen. Sie haben Top-Lane gepickt, ich wäre davon... Apple bin... Gaming kann jetzt counterpicken beide Lanes, genau, Solo-Lane. Das nicht besonders gut. Deswegen mag ich das nicht, wenn man einen Flexpick hat, wie Lulu, dass man den dann sofort in der nächsten Rotation einfach aufgibt praktisch. Deswegen ist es auch wichtig, zum Beispiel auf der Red Side, wenn man dann einen guten Flexpick hat in der ersten Rotation, wirklich bis zum Last Pick auch zu warten, damit man wirklich also nicht in so einer Situation kommt, wo man sagt, hey, wir haben jetzt beide unsere Solo-Laner bekannt gegeben, wir werden jetzt einfach counterpicken mit zwei Picks. Sie haben halt den Flexpick komplett aus dem Fenster geschmissen. Was ich aber gut finde, ist, sie haben im Prinzip die gleiche Comp wie Pain. Sie haben halt einen Darius Top-Lane, der relativ solide ist und auch vorne ein Monster sein kann. Und sie haben Lulu Jinx, die im Prinzip probieren können, später komplett zu snowballen, dieses Spiel einfach zu übernehmen. Also sie haben halt damit im Prinzip dieses Carry-Potenzial auf der Jinx. Aber ja, mit Yasuo, Braum und Gragas hat man schon extrem viele Möglichkeiten, einen Yasuo reinzubringen und auch eine Jinx zu bestrafen. Echo. Echo, dein Freund. 14%. Mein großer Freund. Großer Fan. Dexter ist der größte Echo-Fan, habt ihr gestern wieder, hoffentlich geht er übrigens in den Jungle und Gragas. Nee, also das wird wahrscheinlich ein Doppelflag sein, also wie ich weiß, das Yasuo könnte noch top gehen auch, hier in dem Fall, und Echo. Warum wir jetzt als letztes bis zum, also mit dem AD-Carry als letztes warten, weiß ich nicht. Aber gut, das kommt wahrscheinlich auf den Support-Pick an. Ich glaube, die werden jetzt nicht wirklich heiß sein, Vayne oder sowas zu picken, wenn der Gegner irgendwie eine Annie hat. Vayne wäre natürlich noch eine ziemlich gute Variante einfach. Haben wir noch nicht gesehen von irgendwelchen chinesischen Teams, dass es Vayne gepickt worden ist. Obwohl Vayne ein ziemlich großer Pick war in den Regionals bei China. Das war wirklich ein sehr, sehr großer Pick, der
oftmals auch blind gepickt worden ist. Mhm. Und ist definitiv ziemlich gut gegen viele Juggernauts auf jeden Fall. Ich glaube allerdings, mit Vayne hätte man so das Problem, mit Vayne willst du ja meistens in diesen Lane-Swap reingehen. Und gegen einen Jinx im Lane-Swap als Vayne bist du definitiv, wenn es auf einen Fast-Push rausgeht, bist du definitiv langsamer unterwegs als zum Beispiel mit einer Jinx. Aber vielleicht kriegen wir jetzt die Vayne zu sehen. Ja, lock sie ein. Als deiner wäre aber sehr wahrscheinlich. Also als Bangkok Titans will man vermeiden, in den Lane-Swap-Situationen zu kommen mit der Combo, die sie haben. Rengar braucht im Early-Game den Farm, kann ich wirklich auf den Tower-Push gehen, den man eigentlich braucht mit Fast-Push. Er braucht eigentlich eine gewisse Anlaufzeit. Ich finde aber Lane-Swap ziemlich gut für Jungler. Das ist auch als Sejuani ziemlich viable beim Meta, hat man immer gelane-swapped, einfach aufgrund dessen, dass der Fast-Push funktioniert so, dass man mit drei Leuten pusht und der Jungler währenddessen farmt. Er braucht halt keine Early-Game-Pressure, weil das ganze Early-Game ist natürlich komplett nach Protokoll, wird es abgearbeitet für die ersten 5 Minuten. Deswegen ist es ziemlich gut, wenn Rengar einen Lane-Swap hat, weil er in den 5 Minuten wirklich bis Level 6 farmen kann, effektiv, ohne wirklich irgendwo aufzutauchen. Aber interessant, zwei Premieren. Rengar Lucian? Lucian ist, ja. Rengar hat schon mit Vanilla gespielt. Aber Lucian ist auf jeden Fall. Lucian ist auf jeden Fall ein interessanter Pick. Er ist halt unglaublich gut in der Synergie mit Braum auf der Botlane und auch im Duell. Sobald sie einmal auf Jinx raufkommen, können sie halt einfach im Prinzip auf jeden Fall eine töten. Gute Two-and-Two-Lane, ja. Sie benutzen halt den Braum im Prinzip als passiven Support, aber aggressiv, weil Lucian eben den Double Proc sehr schnell die Passive stacken kann. Das heißt, jeder Q von Braum sollte ein E von Lucian auf sich ziehen. Er springt ran, gibt ihm noch einen Hit, gibt ihm einen Q. Und die Trades sind definitiv im Sinne von den... Von EDG im Endeffekt. Auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir mal wieder ab an die Caster. Das nächste Spiel beginnt EDG gegen die Bangkok Titans. Oh, ich habe gerade den Arm gebrochen. Aber diese Übergabe. Sehr schön. Aber ja, Bangkok Titans, die haben hoffentlich auch viel Gips dabei. Denn, zack, wir gehen hier sofort in die Menschenmenge rein. Also, sie sind Sieger der Herzen geworden. Eindeutig Warlock. Warlock einfach bester W-Champion. Bin gespannt, ob er es durchzieht. Die Menge ist gut drauf. Das ist nicht schlecht. Es war eine Gruppe, die viel durchpredicted wurde. Und man schon früh Bescheid wusste, was hier abgeht. Aber EDG. Für EDG ist es ein Pflichtsieg. Denn damit hätten sie dann 3 Punkte. Mit 3 Punkten bist du gut dabei. Wenn du dann H2K schlägst, ist es all over und du bist sicher. Ja, man wollte gerade sagen, also es geht ja für EDG noch um was, wenn sie jetzt verlieren und danach noch eventuell gegen H2K verlieren. Ich meine, die Möglichkeit, auch wenn sie gering ist, besteht ja immerhin. Dann wird es eng und deshalb müssen sie jetzt halt nochmal Feuer geben. Und ich muss auch sagen, Respekt, da Bangkok Titans, die sagen nicht so, oh, wir sind eh raus, wir können nochmal ein bisschen flachsen. Nee, die geben auch nochmal Vollgas und wollen nochmal zeigen, dass sie es auch anders können. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Moment, wo man sich nochmal beweisen möchte und auch sagt, so als Wildcard-Gewinner, komm, wir können auch anders. Vielleicht wollen sie die Chance einfach nochmal nutzen. Oha, der Stun kommt gleich durch. Nutzt die Chance, betäubt zu werden. Aber Movement Speed. Oh, er flasht! Was machst du denn? Oh, die Kill hätten sie sogar noch holen. Obwohl, der Heal ist noch da. Einen Heal sollten sie sich nicht reinködern lassen. Das ist bitter. Oh. Level 1 den Flash auf einer Jinx schon abzugeben. Gegen eine Braum-Lucian-Kombination. Das ist der Level 2 All-In of Doom. Moss muss jetzt mit Lantern beginnen. Damit er wirklich sicher ist. Eieieiei. Na gut, passiert. Wir hoffen, wie gesagt, was heißt hier wir hoffen, sondern ganz Bangkok. Man sieht jetzt die schnelle Taktikumstellung. Gragas kommt auf die Botlane, will jetzt wahrscheinlich schnell Level 2 rushen, um früh einen Early Botgang wirklich zu wagen. Also sie wollen da wahrscheinlich den Kill haben, aber auf der anderen Seite schickt man Jinx jetzt auf die Toplane und swappt einfach die Lanes. Ich glaube nicht, dass man damit gerechnet hat, obwohl man swappt. Na, EDG ist super clever. Die haben sofort drauf reagiert. Jetzt hier Warlock und der Agent, der jeden töten darf. Hat sich entschieden, dann natürlich im Double Jumping zu gehen. Ist total normal. Klealoff wird dann auch auf der Top-Lane sein. Ja, man will ja oben eventuell Druck aufbauen, weil eine flashlose Jinx, die kannst du nicht unbestraft lassen. Das ist richtig geschickt predicted wirklich, dass sie da gesagt haben, jetzt wo der Flash fehlt, werden sie wahrscheinlich für den Lane-Swap gehen. Wahrscheinlich auch dadurch wirklich verursacht, dass wir unten noch die Lane-Ward gesehen haben, in dem Busch, wo sie auch den Gank verzogen haben. Und dass man Flash wahrscheinlich gar nicht auf der Lane gesehen hat. Hat man sich wahrscheinlich gedacht, wenn der noch unterwegs ist, wollen sie es uns zeigen. Und es ist einfach die logische Konsequenz. Wenn du ohne Flash die Lane safe spielen willst, dann gehst du auf den Lane-Swap. Ja. Kommt Maiko dazu. Stühle fliegen erneut durch die Gegend. Aber das Spiel bleibt dann noch entsprechend ruhig. Ja, das Motto wurde vom Chat bereits gepostet. Wenn du früher flasht, hast du dein Flash auch wieder früher zur Verfügung. Ja.
Ja, man muss ja im Endeffekt sagen, gut, dass er noch so früh gezogen hat, weil bis die Minions spawnen, hat er immerhin schon die Zeit, wo der Cooldown ein bisschen for free wiederkommen kann. Aber es ist trotzdem eine Jigs Flash, den willst du einfach nicht umsonst burnen. Das wird nämlich so bald interessant, sobald Gragas jetzt auf die Top-Lane kommt. Ja, dear love. Noch dabei, hat noch sein Zerschmettern für den Red Buff. Da hebt man sich offensichtlich auf. Gibt also sehr, sehr viel Leben wieder. Und ist dann halt auch tanky genug, um eventuellen Schaden zu kompensieren. Lloyd bemüht sich. Die Gesamtkomposition von BKT ist auch vertretbar. Also sie halten halt Dinge ein, die wir gelobt haben, mein Teams. Ne? Lulu ist da. Eventuell ist sie jetzt nicht mehr da. Oh, der Bauchhammer. Der war, um vielleicht mehr oder weniger schon zu vorauszusehen, zu predikten. Kam aber nicht. Ich finde auch interessant, dass oben eigentlich ein Call stattfand, gerade der Gragas gesagt hat, da brauchst du oben gar nicht kommen, weil gepinkt wurde, dass eine Ward in den Tri-Bush gestellt wurde, wirklich von BKT, wurde aber gar nicht. Ward wurde in den unteren Riverbush platziert. Das heißt, der Gank wäre theoretisch möglich gewesen, gerade weil die Blue Side ein bisschen reingedrückt ist. Und das kann halt auch zeigen, dass so ein Call, der halt auch von der Ward falsch gesetzt wird, halt dem Jungler manchmal auch falsche Informationen zuteilkommen lässt. Es ist halt ein einziges Rumgepoker. Und du musst halt manchmal sehr gut schauspielern können. Hier war es gar nicht nötig, oder nicht richtig nötig, weil das eigene Team das versaut hat, wie du es beschrieben hast. Ja, Pawn, der kann schon sehr aggressiv spielen. Und er kriegt so viel Free-Damage gerade durch. Die Trades, die darf er gegen ihn eigentlich gar nicht so hart gewinnen. Oh, Rengar wartet schon. Aber man weiß, dass er da das ist. Das ist halt auch so eine Schauspielerei. Er sieht ihn nicht. Cute einfach rein und denkt, er sieht mich. Und er muss gehen. Ja, das ist eigentlich nicht schlecht gemacht. Maiko fängt da den Hook ohne Probleme ab. Die CC kommt halt bei Braum durch. Ja, Rengar kommt trotzdem. Er hat seine 5 Stacks. Er hat den Snare auf jeden Fall bereit. Er müsste theoretisch bloß noch warten, bis die Windfall draußen ist. Er müsste jetzt irgendwie gebaitet werden durch einen Lulu-Q. Ja, G4, das ist durch einen Hex. Das war aber wieder offensichtlich. G4 mit so wenig Leben. Warum sollte er da nach vorne gehen, ne? Dürfte nicht sein. Das ist, glaube ich, auch was oft falsch gemacht wird. Du darfst einfach, wenn so ein Gang ansteht, nicht vorher zeigen, dass irgendwer unterwegs ist. Wenn du da wirklich, wie du gesagt hast, wenn man mit einem Viertel live da auf einmal aggressiv spielt, wie genauso, warum sollten sie so aggressiv reingehen, wenn da nicht irgendwie noch Backup hinterher ist? Zumal sie gar nicht wissen, wo der Enemy Jungler ist. War auch überhastet hier. Also Lloyd hat die Situation halbwegs gut überstanden. Relic ist auch zur Verfügung, also man kann sich da noch gut hochheilen. Und der Warlock, der kassiert es schon ein bisschen. Amazing Jay weiß, wie man mit Echo spielt. Vor allem ist Echo theoretisch gesehen auf dem Blatt Papier gar kein schlechtes Matchup. Du hast deinen Dash, mit dem du erst aus der Range vom Q rauskommst. Du hast den Re-Engage über den Follow-Dash quasi, dass du an den Gegner nicht rankommst. Kannst den Q halt komplett hinein. Kriegst deinen Trade, kriegst immer deine 3 Stacks, weil du stehst an ihm dran, hast den Auto-Hit, hast den Q drauf, hast noch einen normalen Auto-Hit und du hast halt auch den Ulti-Escape einfach. Wenn das Darius-Ulti kommt, kannst du selber deine Ultimate finden, dann bist du raus. Ich bin doch volles Leben. Oha! Oha! Der Schild hat's geblockt. Ja. Das ist ganz, ganz, ganz seltsam an League of Legends, aber du musst zuerst den Schild brechen, damit wirklich aktiver Schaden durchkommt. Also eine Janna mit einem Schild auf sich drauf kann auch in die Base oder kann jeden in die Base lassen, obwohl er gerade angegriffen wurde. Noch vor den, also das war ja weit vor den 0,5 Sekunden, wo du ohnehin in die Base kommst, außer du stirbst. Und das ist halt ärgerlich. Auch sagen, das war so ein bisschen dreist, da wirklich in der Pink Ward noch zurückzuporten. Ehrlich gesagt, mir ist es egal, zieh das eiskalt durch. Death nur Level 5, bemüht sich immer wieder, den Harass aufrecht zu halten. Das ist halt sehr, sehr, wow, das ist auf jeden Fall ein absolutes Gurken-Q. Du siehst nicht, dass Gragas da ist, könnte gefährlich werden. Aber Lloyd hat seinen Flash wieder. Also er konnte lang genug abwarten, dass es ihm wirklich nichts gekostet hat. Da war er kurz zu sehen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Sah seltsam aus. Oh, die Laterne reicht eventuell nicht aus. Der Heal nicht schlecht. Der Hook ist da. Deft mitten unterm Turm, aber kein Flay nachgesetzt. War wahrscheinlich schon auf Abklingzeit. Er hat gar keinen. Doch, Mann, hat er noch gehabt. Der Flash ist da. Du weißt, wenn der Bromstack drauf ist, 5 Auto-Hits oder ein Spell von ihm. Und du stehst. Ja, und gegen Lucian, das ist ja genau das Gute, warum die Synergy von Braum und Lucian so schön ist. Lucian dasht nach vorne, hat 2 Auto-Hits. Castet ein Spell, hat wieder 2 Auto-Hits durch die Passive. Das heißt, diese Stacks von Braum, diese 5 Stacks, die ja du auf den Spieler raufkriegen musst, die sind einfach so schnell runtergerattert und dann musst du instant flashen. Wenn du Gragas siehst, und ich bin der Meinung, er war eigentlich kurz zu sehen, das sah zumindest so aus. Er hat so geflackert, als er im Busch rumstand, ja. Aber ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Manchmal ist die Sicht doch sehr trügerisch. Paar nun mit dem All-In. Wird natürlich ebenfalls hochgeworfen. Ist ein Plüschtier. Da fängt man einiges ab. Moss, es liegt alles an dir. Mit dem Flayer hat das schon mal nicht schlecht gemacht. Die Markierung. Musste das in dem Flash verhindern, aber war eine gute Aktion.
Horn konnte da nicht anders drauf reagieren. Und man sieht es, G4, der Ultimator. Wow, was macht der denn? Der nimmt den auseinander. G4, absoluter Main. Nimmt ihr das 1 gegen 1. Hat sogar noch einen Assist von Moss erhalten. Das war nicht schlecht. Und vor allen Dingen die Lulu, na, die ist so fix und so klein, dass sie noch dem Fass entkommt. Meine Freunde, H2K ist immer noch on the hunt. Na, wenn Bangkok Titans gewinnt, haben wirklich die Europäer gute Chancen. Ich glaube, EDG nimmt das auch gerade so ein bisschen vielleicht auf die leichte Schulter. Weil, was hast du für eine Variante? Du bist mit einem Viertel live, wenn überhaupt noch, in der Mitte, als Yasuo stayst, ohne deine Passive, die halt noch nicht ready ist, du hast dein Schild noch nicht bereit, du musst da einfach mit dem Flash rechnen. Das ist ja nun keine schwierige Kombination zu flashen, dir ein E zu geben und noch zu queuen. Das war sehr seltsam. Gerade am Anfang ist Yasuo sehr, sehr langsam darin, diesen Flow, diesen Schild aufzubauen. Und ihm war es halt wirklich egal. Und genau so eine Arroganz, würde ich mal sagen, ist sehr, sehr gefährlich. Also, man sollte niemanden unterschätzen. G4 auf jeden Fall nicht. Ja, das G steht für größenwahnsinnig. Und manchmal muss man das sein. Ja, man sieht es wieder. Er geht einfach ran. Er geht aus der Range raus und geht wieder rein. Jetzt kommt die Kuppel. Ja, trifft aber nicht. Wenn jetzt noch das Q sitzt, dann halt er richtig viel. Also war ein guter Trade. Man muss noch an den Dot denken, würde ich mal sagen. Ja, lange Fights sind genau das, was Darius möchte. Er stackt seinen Dot. Der Dot tickt die ganze Zeit durchgehend. Und wenn er wirklich seine 5 Stacks auf die drauf hat, naja, dann ist sowieso Feierabend. Die zusätzlichen AD, die er da bekommt, gar nicht so lustig. Ja. Leute. Ja, Moss, du musst dich auch nicht davor stellen. Ist ja nicht so, dass du 1000 Kekse im Inventar hast. Lässt da Leute einfach für sich. Alleine. Das sind so ganz kleine Dinge, an die man aber auch gefälligst zu denken hat. Ja, aber bisher sind sie mit Jinx relativ gut im Spiel. Ich meine, vom Farm her sind sie hinten, bedingt durch den einen Kill, aber Jinx wird halt später viel, viel besser scalen als der Lucian. Das könnte natürlich ein Problem für EDG werden. Die dürfen Jinx halt nicht weit ins Spiel kommen lassen. Du hast auch einen wunderbaren Peel. Du hast die Lulu dazu, wir haben eine Hyper-Carry kommt damit. Du hast einen Thresh, der gut peelen kann. Du hast einen Rengar, der einen Carry ausschalten kann, wenn er wirklich auf ein Damage-Bild geht. Das ist halt auch noch so eine Variante, wo auch, man sieht es aber schon, er geht auf den Thunder-Hulk. Er könnte noch Titanic bauen, wenn er stinkreich ist. Dann hat er die Combo aus trotzdem viel Burst. Titanic sollte man nicht nur schätzen, weil er vom Max-Leben profitiert. Und dieser, der aktive Part ist halt, der macht halt schon mal seine 300, 400 Schaden bei entsprechender Anzahl an Leben. Ja, du wirst die One-Shots aber nicht durchbekommen. Du musst ja auch mal noch sehen, du hast den Braum-Shield gegen dich, der dann eh halt komplett blocken kann, wenn er die Reflexe hat. Mhm. Und du kannst momentan eigentlich bloß entweder den Yasuo rausnehmen oder halt den ADC. In Lucian. Und da ist halt wieder das Problem. Was willst du gegen Yasuo machen, wenn du da mit Rengar engagest, kommt sofort die Windwall, dein E ist geblockt. Du hast den Snare nicht, dir fehlt schon mal eine Menge Damage. Du kannst als effektives Ziel, glaube ich, später bloß den Lucian rausnehmen. Oh, G4! Das ist der Tänzer! Ah, kein einziges Fass trifft hier, beschleunigt sich und weiß genau, wo das Fass einschlägt. Clearlauf, mein Freund. Das ist jetzt genau so ein Punkt, wo man sehen kann an Spielern, können sie sich darauf einstellen. Bis jetzt ist es so, G4 verhält sich in jeder Situation gleich. In jeder Situation, jetzt ist die Frage, wir werden sicherlich auch nochmal eine dritte, gleiche oder ähnliche Situation sehen. Wie wird darauf reagiert? Würde er das Fass wieder gleichsetzen oder würde er einfach predikten, dass da wirklich der Sidestep bzw. der kurze Turn von G4 kommt und kann dann vielleicht doch insacken? Das finde ich ist zum Beispiel so eine Sache, das hat viel mit Empathie zu tun. Empathie ist sau wichtig für League of Legends. Wenn du dich in den Spieler reinversetzen kannst oder an sein Verhalten gewöhnen kannst, dann kannst du halt auch gut Sachen benutzen, um ihn zu outplayen und schon wieder das Ganze. Was hat gelernt? Er hat es da vorgestellt. Ja? Oh, gut. Noch Kekse? Also Kekse hat er nicht mehr. Jetzt aber die Probleme. Lulu Ulti ist da und schon wieder! Die können ihn nicht erwischen! Wahnsinn! Drei-Mann-Gang technisch gesehen. Kierloff war nicht weit. Aber der Junge, der outplayed die. Der hat er nicht mal seine Ultimate gebraucht. Ja, und dadurch ist auch Warlock vorne. Ist diesmal der Zulok. Wesentlich stärkeres Early. Mehr Farm. Bald auch sein. Ja. Lektiver zur Verfügung. Oha! Oh mein Gott, was ist denn hier los? Bangkok Titans gegen Bangkok Titans! Keine Chance! Jetzt versucht natürlich 007 Amazing zu bestrafen. Der kann noch ulten! G4 nochmal gegengehalten! Meine Güte, EDG auf dem Rückzug! Moss, der nimmt den dicksten von allen! Flayt den zurück! Nimmt den Kill! Stark gemacht! Jetzt läuft noch unterwegs! Ja, meine Freunde, das sind die Worlds. Ja, da kann einfach mal jeder gewinnen. Aber ganz Bangkok fliegt gerade. Was ist denn da gerade mit EDG los? Da trifft gar kein Skillshot mehr. Keine Ultimate trifft, kein Skillshot. Lulu tanzt die ganze Zeit um sie herum. Auch jetzt das Braum-Ulti
Null Impact. Geht zwischen beiden durch. Tor. Wahnsinn. Also man muss sagen, die Braum-Ultimate ist starkes Disengage-Tool. Eine Katastrophe zum Eröffnen. Das Ding ist so verzögert. Und ich sage, das sind alles Stepptänzer hier. Botlane-Turm genommen. 117 Farm. Echo ist sowieso sehr fragwürdig. Wir haben ihn mit viel. Wir haben ihn einfach sehr oft verlieren sehen. Okay, seien wir ehrlich, Winrate ist nicht der Knaller. Ich glaube, der hat sogar noch einmal gewonnen. Das ist auf jeden Fall nicht genug. Nun versucht es erneut die Drei-Mann-Situation oben zu erzeugen. G4 hat noch seinen Wildwuchs. Dem ist alles egal. Der ist jetzt so schnell. Das ist halt null Chance. Jetzt hier Moss mit dem Flash. Schon wieder der Hook unterm Tor. Maiko, dein Schild ist weg. Ganz froh sein, dass Jinx Early Game einfach nur super bad ist. Er kann auch froh sein, dass er kein Mana mehr für Flail hat, weil dann wird es wirklich richtig knapp da unterm Turret. Ja, das war schmerzhaft. Außerdem nur Pickaxe. Also ich glaube, Lloyd wird stinkreich zurück. Wobei er nur ein Assist bei der ganzen Situation. Ist aber trotzdem in Ordnung. Das ist ja nicht nur der Assist, das ist ja Gold fürs ganze Team. Es ist auch Erfahrung fürs ganze Team, was auch immer eine Rolle spielt. Wenn du in dem Level, sag ich mal, grundlegend im Durchschnitt ein Level vom Gegner bist, dann bist du eigentlich schon so weit ahead. Wenn man überlegt, was ein so ein Spell-Level ausmacht im Vergleich zu einem Item, das du kaufen würdest, dann ist das gar nicht so wenig. Und wir lernen dieses Game auch, warum Lulu momentan so stark durchaus auch in der Meta ist. Was macht denn Porn? Porn ist einfach nur komplett gestört. Kriegt jetzt hier extrem viel Schaden, muss ich zurückziehen. Warn, Bait, Knockup kommt durch, Laterne, wieder der Hook auf Maiko. Da sammelt jemand Stacks. Ich sehe hier den Kill. G4, schon wieder abgerissen. Ah, Wildcard Team EDG muss sich langsam zusammenreißen. Man kann sich da wirklich gar nicht gerade richtig denken, dass EDG vorher so ein hochgerechneter Favorit war. Sie lassen sich gerade ganz schön. Ich glaube, sie sind einfach durch das Early gerade so verunsichert, dass da eine Situation nach der anderen zustande kommen kann. Sie bringen keine Kontrolle ins Game und ohne Kontrolle werden sie da nicht ordentlich wieder zurückkommen. Ich meine, sie liegen nicht weit hinten. Sie müssen sich jetzt bloß einfach mal fangen, gedanklich jetzt klar machen, wir sind eigentlich besser, wir können das zumindest besser und dann kann das auch noch funktionieren. Wahnsinn. Bangkok Titans, meine Freunde. Die rasten ja gerade komplett aus. Das Problem, was EDG natürlich auch hat, wir haben eine relativ Yasuo-lastige Kombination. Der Gragas hat ein wunderbares Synergy mit dem Yasuo. Mhm. Das ist einfach. Hat man gesehen? Ja, hat man noch nicht gesehen, aber das ist halt wieder das Problem. Sie haben diese Comp-lastige, beziehungsweise diese Pick, dieses eine Pick, was Comp-lastig ist, und das funktioniert momentan nicht. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, warum Ori relativ selten erfolgreich gesehen wird. In einem von drei Fällen kriegst du diese Kombination halt optimal ausgespielt, wenn du gut bist, vielleicht in einem von zwei Fällen. Und das ist so gefährlich, wenn eine Kombination nicht funktioniert, dass es halt da hinten losgeht. Und wenn der Yasuo nicht ordentlich ins Game reinkommt, dann wird es eine lange Zeit schwierig. Gut, man muss sagen, Yasuo ist wieder ein Pick. Wenn der 0-6 steht, wenn der 0-8 steht, ja, der macht trotzdem Schaden. Riven, ja. Der macht trotzdem Schaden. Aber du musst diese Kombination erstmal zustande kriegen, ordentlich zustande kriegen. Und das ist halt wieder schwieriger umzusetzen. Gerade weil du gegen den Lulu spielst und G4 macht sich gerade echt gut. Wir müssen ja dieses Konzentrationslevel aufrechterhalten. Wir haben Teams gesehen, die waren beflügelt. Die denken wahrscheinlich jetzt selber, was ist denn hier los? Und müssen aber diese Motivation wirklich in Plays umwandeln und nicht irgendwie übereifrig werden. Weil das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo EDG bestrafen könnte und im schlimmsten Fall auch wird. Das ist, glaube ich, so eine Situation, die als Kopfsache so ablaufen wird. Wenn sie jetzt weiter Druck versuchen zu machen, EDG, dann werden sie sich selber, glaube ich, noch so ein bisschen selbst outplayen, so wie sie es bisher gemacht haben. Wenn sie jetzt Ruhe reinkommen lassen und ich sage jetzt mal, die nächsten 5 Minuten kein Kill fällt und sie wirklich nochmal so geistmäßig sich in die Situation reindenken und Ruhe reinkommen lassen, ich glaube, dann werden sie es ganz souverän runterspielen können. Das ist aber wichtig, dass sie das jetzt auch schaffen. EDG jetzt auch komplett... Kompletter Strategiewechsel. G4 wird überhaupt nicht mehr gegankt. Stattdessen will man hier diese... Oh, Moss, stark! Laterne rein! Ich sehe euch. Ihr seid so gut wie verloren, denn... Der Hook des Todes! Steph nun im Fokus, zack! Da kommt eine Katze! Die nimmt dich auseinander! Der Wrestler, der ist auch down! Double Kill für Kitty! 007, na? Das ist einfach ein Killer. Wie kann man denn so einen Free-Hook verteilen? Er hat Dash ready. Er hat, glaube ich, sogar einen Flash gehabt, oder? Ne, Flash ist noch auf Cooldown. Aber nein, er ist Lucian. Lucian hat Flash ready gehabt, oder? Nee, der ist jetzt erst wieder da. Ah, okay. Immer noch nicht, glaube ich. Aber gleich, ja. Aber ein Freehook auf dem ADC, in so einer Situation. Du merkst, die Kontrolle fehlt. Du siehst nicht, dass ein Rengar herannaht. Du siehst überhaupt nicht, was auf dem River gerade passiert. Trotzdem trappen sie dort. Sie lassen sich scouten und lassen sich dann auch wirklich noch engagen. Das war aber auch richtig clever gemacht von Fresh, dass er wirklich die... prädiktive Lantern da einfach reinhaut, weil die Ward war nicht da. Das ist wieder, was ich gesagt habe. Empathie ist so wichtig in League of Legends. Kannst du dich in deinen Gegner reinversetzen? Dann sehen wir es nochmal. Ja. Oh, der hat gedasht! Aber davon statt zur Seite. Das Fass konnte nicht retten. Und da
kommt einfach nur die absolute Todeskatze. Gegen die willst du nicht im Dunkeln sehen. Vor allem gegen den Kill jetzt an Ringer, was für den Carry nicht unbedingt eine gemütlichere Position schafft. Ja. G4 ist nun zur Stelle. Teleport, Place, komm rein. Moss mit dem Flame, macht das nicht echt. Warlock ist zur Stelle, ist Tengi, zieht sie alle ran. Die Qs tun natürlich weh. Maiko wird für das Erste verschont, der Rest aber kaputt gekritten. Porn, du bist ein kleines Plüschtier, wirst hier auseinandergenommen. Leut, nimmt den Double Kill. Ich rieche den Penta, meine Freunde. Er versucht hier ranzukommen. Dev mit dem Crit, zack, nächster Kill. Geht ran, Leut. Super gehypt, kommt hinterher. 007 schafft's aber nicht ganz. 1-3 getradet und ich sag mal so, den Darius fokussen hat sich überhaupt nicht gelohnt. Die standen alle in Darius drin, die Qs haben ihn so heftig hochgehalten. Er hat immer 2-3 Mann getroffen. Meine, die Situation hätte doch viel schlimmer ausgehen können. Der Flash von Moss, der hat nicht mal Einfluss gehabt. Er ist dann noch geflasht, um den Hook auf Gragas zu treffen und hat nicht mehr getroffen. Da hätte sogar noch ein Kill mehr fallen können. Oh, EDG, was ist da los? Eieiei. Freunde, Edward Gaming. Edward hat auf jeden Fall nicht Dota gespielt, nicht LoL gespielt. Wahnsinn. Das klappt hier ja aktuell gar nicht. Fast 6000 Gold vorne. Bangkok Titans, meine Freunde. Das ist so witzig. Ich glaube, H2K sitzt gerade so hinter der Tribüne und hat so ein richtig breites Grinsen auf dem Gesicht. Die haben schnuppern schon so ein bisschen Luft. Das ganze Team sieht aus wie Tahm Kench. Die werden sich einfach kaputt grinsen. Hier schon wieder Deft. Ganz katastrophal. Der AD Carry gehuckt. Die Crits kommen durch und hier kommt einfach der Warlock. Trifft jeder mit den Qs. Die Lulu-Ulti extrem gut. Alle super nah dran. Die Qs, Alter. Holy shit. Warlock halt undying in dem Prozess. Jetzt der Fokus. Oh, Pan. Ja. Willkommen im Solo-Q. Ja, tot. Denn der Rengar, der ist dick. Wow. Ja, Bangkok Titans, meine Freunde. Ich hab's gesagt, wenn sie da keine Ruhe ins Spiel reinkriegen und nicht einfach das ganze Game die Geschwindigkeit rausnehmen und einfach sich selbst so ein bisschen fangen, dann kriegen sie ein Problem. Und die Jinx wird im Late Game nicht einfacher werden. Der Lucian wird von jetzt an, glaube ich, nicht mehr an der Jinx vorbeikommen, wenn sie nicht rausgecatcht kriegen. Und das wird extrem schwierig mit der Comp, die sie haben. Das ist so unnormal. Aber lustig, ne? Die Leute haben ja ständig diese Diskussion, ne, keine Wildcard-Teams, warum sind die Wildcard-Teams drinne? Seht ihr das, meine Freunde? Aber das ist genau der Punkt, warum ich immer sage, wenn mich Leute fragen, ja, was würdest du predikten und was würdest du zu den Worlds sagen, habe ich bisher immer gesagt, so, Leute, ich werde gar nichts sagen. Ich habe meinen geheimen Favoriten, den sage ich euch nach den Worlds oder sage euch dann, wenn er rausgeflogen ist. Ansonsten ist es halt, das ist ein Best of One. Da ist eigentlich immer alles möglich. Okay, es gibt ein Hin- und Rückspiel, aber es ist ein Spiel. Ne? Und wenn du in einem Spiel selbst nur 5% Chance für ein Team hast zu gewinnen, so umgerechnet, dann kann es halt trotzdem mal sein, dass ein anderes Team einen schlechten Tag hat und dass diese 5% greifen. Und dann ist halt alles möglich und das sieht man gerade. Ein Wildcard-Team, das gerade extrem schlecht noch performt hat, muss man so sagen, das jetzt halt gerade gegenüber von EDG ziemlich gut performt. Ja. Anscheinend hat die Niederlage gegen SKT ganz schön an ihrem Selbstvertrauen gerüttelt. Na, du wurdest halt zu Beginn des Tages erstmal gestompt. Ja, das ist wirklich so ein psychologischer Faktor. Wenn du gestompt wirst, du wirst vorher noch als nebenher Favoriten im SKT geahndet und wirst dann halt einmal so weggestompt. Ist vielleicht wirklich nicht schön, das Gefühl. Das wird halt sehr unangenehm. Gut. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Der Drache. Das wurde bisher erst ein Drache gemacht. Muss ich mir vorstellen. Das Spiel ist so unkoordiniert, dass nur einer gefallen ist. Offensichtlich für die Bangkok Titans. Warlock natürlich jetzt strotzt vor Selbstvertrauen. Da wird bald Deadman's Plate folgen. Und hier muss Captain Kitty aufpassen. Ne? Er sieht Pawn. Was kann er predicten? Ne? Was geht ihm seinen Schädel vor? Den Clearlove disconnected? Die Situation kommt mir bekannt vor, wie die Top-Lane-Situation, genau wie oh, die Top-Lane-Situation. Oh, das weh, das könnte aber zu einem epischen Stun führen. Klappt schon mal sehr gut, jetzt das Gragas-Sass mittendrin. Oh, die Bangkok Titans, die müssen sich jetzt zurückkämpfen. Moss ist riesengroß, G4 muss sich zurückziehen, der Hook ging daneben. Dev, der leidet, der wird schon mal abgerissen. Warlock, der lebt ja immer noch. Super tanky, aber es wird nicht reichen. Edward Gaming kommt finally zurück. Oh, die Katze, die muss da noch raus. Oha, den, der ist irgendwie noch gestorben. Triple Kill für EDG. Sie sind aufgewacht. Ja, Goldvorsprung nur noch 3000 Gold. Trotzdem noch katastrophal. Aber haben natürlich die Situation gut gelesen. Sofort das W rein. Das ist natürlich die beste Eröffnung, die ein Echo bringen kann.
Muss ich aber sagen, extrem unlucky, diese Situation an der Stelle für die Titans. Du hast oben, wer drauf geachtet hat beim Red Buff, wir werden es bestimmt in der Wiederholung sehen, du hast diese Ward zu stehen, die nicht im Busch steht, sondern dahinter. Sie haben selber eine Pink Ward im Busch, die aber nicht diese eine Ward scouten kann, die halt alle gesehen hat, wie sie reinlaufen. Deshalb wunderbar, sie haben so geduldig gewartet. Da steht die Ward. Da steht die Ward und sie haben in ihrem Busch die Pink Ward, die aber nicht diese Ward dort unten sehen kann. Das heißt, sie wissen hundertprozentig, sie sind alle drin. Ja. Und dann natürlich Braumulti trifft alles, das Fass hinterher. Das ist vor allem so ein nerviges CC, wo du dich gerade in dem Moment nicht wehren kannst. Warlock hat zwar eine gute Position sich erarbeitet, auch Deft konnte man so ein Stück weit rausnehmen. Das hat gut funktioniert, aber der AD Carry, ne? diese wichtige Schadensquelle ist halt gefallen. Das sehr schnell. Da kam man nicht mehr drum rum. Auch keine Ultimate von Warlock. Er hat sie nicht einfach mal so reingeballert. Ach, das war sogar noch das Yasuo-Q. Das ist wirklich weit geflogen. Ja, Warlock konnte da wirklich drei Mann sehr, sehr lange alleine beschäftigen. Und die Ausgangssituation waren wirklich drei Mann in der Kuppel drin, drei Mann einfach komplett in der Braum-Ulti drin. Das ist halt logisch, es war geplant. Wir hatten lange genug Zeit, da langsam zu planen, reinzugehen und auf diesen Catch-Versuch zu reagieren, in Anführungsstrichen, weil sie ja eigentlich selber den Catch geplant haben. Das hat wunderbar funktioniert. Bei einigen waren es mehrere Shutdowns. Das ist quasi nochmal doppelt ein Vorteil, weil im Farm sind sie ja nicht hinterher. Nur Top-Lane, ein kleines bisschen. Ich glaube, das ist psychologisch, das ist für EDG jetzt auch einfach wie ein Boost. Und das ist genau der Boost, den sie auch gebraucht haben. Jetzt die Frage, was machen die Bangkok Titans? Lassen sie sich davon jetzt ermüden oder sagen sie sich, okay, die haben uns einfach nur outplayed. Jetzt heißt es, trotzdem noch weiter Gas geben. Weil sie haben ja nicht die Strategie gewählt, die wir auch besprochen haben, super cheesy sein. Sondern sie haben einfach gut gespielt und sie haben Picks, die sind komplett im Meta und man kann das Spiel locker tragen damit. Ja, gerade Jinx ist so ein Faktor. Jinx ist momentan in der Meta echt stark. Du hast kaum was, wenn wir jetzt auch auf die Picks der Gegner gucken, was Jinx direkt rausfokussen kann. Sie ist theoretisch in der Backline unangetastet. Auf der anderen Seite hast du einen Rengar, der einfach einen Lucian rausgehen kann. Er kann vielleicht nicht One-Shot mit dem Bild, aber er kann ihn rausgehen und die ganze Zeit einfach downchasen. Das heißt, mindestens zwei Mann sind mit Rengar beschäftigt. Von Darius will ich gar nicht reden, haben wir eben schon gesagt. Er kann nochmal ein paar beschäftigen. Und du hast von Jinx einfach den Free-Follow-Up von hinten. Und keiner kann sie erstmal rauslocken. Du hast vielleicht einen Gragas-Fass, dass sie erstmal insecken kann, wenn es gut sitzt. Oder dass sie halt erstmal disengagen kann. Aber ob die Zeit dann reicht, wirklich die Frontline in der Zeit zu plätten, wird echt schwierig. James Bond springt hier durch die Gegend. Ich gebe dir vollkommen recht. Er muss natürlich schauen, außerhalb der Reichweite vom Gragas fast zu stehen, ist nicht so einfach. Tierlauf hat gerade auch mit dem Flash und Bauchermann alles die Möglichkeiten, wirklich viel Distanz zurückzulegen. Aber die sitzen heute nicht. Beziehungsweise G4 hat immer wieder sehr gut, gut getanzt. Warlock ist nicht da, er hat seinen Teleport. Müsste halt langsam aber sicher sich überlegen, wann er reinkommt. Eine 007, bereits die Ultimate gezündet. Kann da aber nicht rein. G4 könnte ihn zwar ulten. Lohnt sich aber für den Moment nicht. Sie geben Warlock Zeit, den Top-Lane-Turm zu pushen. Es wäre der erste Drache für EDG. Den kann man aufgeben für den oberen Turm. Das wäre absolut legitim. Man muss es nicht übertreiben. Sollten sich jetzt zurückziehen. Moss lässt sich erwischen. Das ist Riesen-Moss. Kann da ein bisschen was machen. Die Windwash steht ebenfalls gar nicht so schlecht. Leute am Kiten. Die Raketen, die machen guten Schaden. Die Jinx versucht es, aber schafft es schlussendlich nicht. Hier ist mal ein Engage eingegangen, der ging katastrophal nach hinten los. Moss versucht jetzt Zeit zu erkaufen. Warlock hat ja den Turm oben erhalten und EDG, ja, die werden jetzt hier das Ganze noch für sich entscheiden können. Das war halt einfach unüberlegt. Das war Epic, sie hätten den Drachen einfach verschenken müssen, wäre absolut kein Problem. Das ist zwar der Erste, der bringt was, aber ihn für den Turm zu tauschen, mehr als worth. Schade, also die Titans, sehr, sehr gutes Early, aber hier hat die Kommunikation vorne nicht gestimmt. Also es hätte eigentlich klar sein müssen, dass man sagt, entweder wir gehen für diesen Top-Lane-Turret. Ich meine, Darius hatte sowieso kein TP ab, dann gibt es gar keine Wahl mehr. Dann heißt, wir traden Top-Lane-Turret für Drake und dann darf man nicht mal mehr in der Range drinstehen. Ich meine, wer will den stealen? Lucian mit seinem Q, der da reinspringen soll? Vielleicht, gut, ich könnte es einsehen, wenn Fresh vielleicht versucht, über die Wall zu hucken, einfach nur um den Drake zu stealen. Man weiß ja nicht. Kann funktionieren. Manchmal ist es ja so, dass ein Fate-Smite kommt. Aber da so dicht dran zu stehen, dass man selbst engaged werden kann, vor allem, dass alle vier Leute vor Free gecatcht werden, ist ein fataler Fehler, der nicht passieren darf. Ja, hier sehen wir es nochmal. Eröffnung halt von Pawn mit dem Q. Das ist eigentlich gar nicht schlecht gehalten, aber ja, da hat man es gesehen, das Fass richtig stark. Clearlove da mittendrin, Moss auch ein paar Qs da noch verfehlt, hätten vielleicht einen Kill-Unterschied gemacht. Aber es darf einfach nicht passieren, dass du dich engagen lässt, wenn wirklich klar ist, es wird Turret für Drake getradet. Schwerer Fehler an der Stelle, aber nur gut, das war ungefähr der Ausgleich, die liegen sogar ein bisschen vorne jetzt. EDG hat sich erfolgreich zurückgearbeitet und wir dachten schon, wir sehen die Epic-Überraschung.
Das ist halt der, das ist auch die Problematik, die man dann auch bei Wildcard-Teams erkennt, ist natürlich diese konstante Leistung, das Wichtigste. Ja, das darf ich auch untersehen, ne? Ja. Also diese wirklich durchgehend gut zu sein, das ist halt der Punkt, der nicht einfach ist. Und manchmal halt übermotiviert. Man denkt dann halt, okay, eigentlich sind wir noch ein bisschen weit vorne, lass uns doch noch kämpfen, aber im 4 gegen 5 kannst du es komplett vergessen. Das ist aber genau das, was viele Teams, glaube ich, woran es ihm mangelt. Das Early wird oftmals auch von den Wildcard-Teams zum Beispiel relativ gut runtergespielt. Auch, ich nehme als Beispiel einfach mal wirklich STK gegen H2K. Selbst H2K hat ein Lead gegen SKT bekommen. Jetzt Amazing mittendrin. Kann mit dem Stundenlass mal viel Zeit raus. Und Lloyd wird aktuell nicht bedroht. Die Raketen sind da immer wieder drin. G4 im Stundenglas. Das ist aber nicht genug Schaden. Schön gemacht von Porn. Kam an Lloyd ran, nimmt ihn auch auseinander. Warlock zwar immer noch am Start. Flasht auf die andere Seite. Oh, das Q, das ging daneben. Er brennt immer noch ganz leicht. Und Deft sagt sich, Junge, gut. Oh, das Blaze macht nicht genug Schaden. Ah, das Q kam nicht mehr ran. Wird durch den Autotech vernichtet. 4-1 getauscht. Und da konnte man auch bemerken, die sind ganz schön tanky, die Leute von EDG. Lloyd hatte mehrere Sekunden Zeit gehabt, mit den Raketen zu arbeiten. Und das war nicht genug. Ja, aber sie haben jetzt auch wirklich das Spiel weggeschmissen. Das waren zwei, drei Situationen, die nacheinander kam. Das ist ja wirklich immer so. Wenn du einmal angefangen hast, in dieses in diesen Stil reinzufallen, wirklich, dann kommst du da schwer wieder raus. EDG konnte sich fangen an einer Stelle und turnt jetzt halt das ganze Game und weiß, kriegt die Catches und Engage und wissen, wie sie die Teamfights runterspielen müssen, weil sie halt immer Vorteilsituationen sehen, ausnutzen können, auch wirklich dann engagen. Jetzt sehen wir es nochmal. Ja. Amazing. Kann natürlich mit dem Stundenlast viel retten. Und jetzt müssen wir auf Lloyd achten. Ne? Lloyd, zack. 1, 2. 3, 4, 5. Er kriegt super viele Raketen for free rein und kann den Kampf trotzdem nicht für sich entscheiden. Aber Deft mit der Braum Passive hat viel mehr Einfluss. Man muss auch sagen, das Braum Shield hat er eben so 2-3 Raketen komplett abgefangen und das Crit Luck war ihm auch nicht so ganz hold. Ich glaube, da war ein Crit dabei, der in das Braum Shield reingegangen ist. Der hat noch 77 Schaden gemacht und die habe ich ja bloß noch kurz aufsteigen sehen mit dem Ausrufezeichen. Ja. Und da bist du halt als Jinx zu dem Zeitpunkt des Spiels zumindest noch relativ schwierig. Ja. Man muss auch noch die Windwar bedenken. Ich glaube, gegen Ende ist noch irgendwas in die Windwar geknallt. Und das hat ärgerlich, ne? Passiert Warlock auch nicht den Einfluss, den er sich erhofft hat. Das alte Bild von unserem James Bond hier so super interessant. Mit Sterax auf Rengar. Oha, Porn an den Haken genommen. Der Schaden, der ist gar nicht so schlecht, obwohl man nur zu dritt ist. Moss muss da raus. Warlock ist riesig, aber hat halt keinen richtigen Follow-up. Jetzt kommt Rang. Oh, gut gemacht von Porn. Absolut predicted. Woher denn? Ah, oh, was macht denn Warlock? Kann ihn nicht ranziehen. Jetzt natürlich Amazing Jay auf der anderen Seite dabei, Türme einzureißen. Und EDG, ah, die wollen das schon nicht mehr hergeben. 6000 Gold Vorsprung. Sie haben den Splitbush jetzt mit dem Nasher. Sie haben noch das Teleport auf der Top-Lane. Das wird mindestens noch den T2-Tower geben, wenn nicht sogar den Top-Lane-Turret. Da ist es halt ziemlich spät dran. Der Tower ist jetzt schon zur Hälfte down. Da wird er auch noch ein bisschen leiden müssen. Das ist halt das Fatalste, was dir passieren kann, dass du jetzt gegen Splitbush spielst, bei dem auch noch Nasher mit zugange ist. Da werden die Turrets bloß so nacheinander abgeholzt. Ja. Warlock kann den zwar noch halten. Der wird sich auch regenerieren, aber ganz ehrlich, das wurde so hart genervt. Der braucht halt 100 Jahre, ehe er wieder halbwegs anständiges Leben hat. Und Amazing Jay hat bald seinen Rabadons. Also er hat halt, ist glaube ich jetzt zu einem Echo geworden, der halt die größte EP hat, die wir glaube ich bei den Worlds bisher hatten. Und so. Wird halt richtig reinknallen. Mit dem Hourglass ist er auch mal relativ gefährlich. Er springt quasi rein in die Menge, zündet sein Hourglass und seine Ulti-Passive, also dieser Schatten oder dieser Klon, diese Verzerrung, nenne ich es einfach mal, die ihm hinterherläuft, die hat natürlich in dem Moment, wo du Hourglass zündest, Zeit, bis zu dir heranzulaufen. Richtig. Und das heißt, wenn du dein Ulti zündest, nach deinem Hourglass kriegst du zwar nicht viel Life wieder, weil du nicht viel verloren hast in der Zeit, wo du Hourglass gezündet hast. Allerdings sind halt alle in diesem Schaden drin. Das Echo-Ulti hat verdammt gute Scalings. Und deshalb macht es sich halt so gut, erst auf Hourglass zu gehen und danach auf die hohen AP-Scalings. Ja. Natürlich wird BKT da ein Auge drauf haben. Aber in so, gerade in so einem Teamfight, in so einem absoluten Wirrwarr, wo du natürlich schnell dein Ziel wechselst und dann vielleicht ihn aus den Augen verlierst. Der Drache wurde jetzt von Deft genommen. Aber das Smite nicht ganz sauber von Clearloft. Er wird einfach gar nicht zerschmettert. Da keine große Gefahr gesehen. Oh, jetzt kommt aus. Das W rein. Amazing könnte sich jetzt reinstürzen. Wird an den Haken genommen, aber keine große Tragödie. EG übernimmt die gesamte Jungle-Kontrolle. Aber na, 7000 Gold Vorsprung. Es steht immer einfach 12-15. Also, muss ich vorstellen bei dieser Begegnung hier. Das ist eigentlich so eindeutig hätte sein sollen. Nun aber EDG sich zusammengerissen.
Wurm wird in der Mitte genommen. Oh, da kommt jemand dazu gesprungen, aber Clearlove ist super tanky, Double Knocker. Beide können sich aber auf ihre eigene Art und Weise rennen. Schon wieder die Raketen. Jetzt wurde einer abgerissen. Lloyd könnte theoretisch abgehen. Porn ist super klein. Der ist schon mal down. Amazing bemüht sich. Vielleicht in der G4 immer noch am Leben. Jetzt ist er gefallen. Lloyd, es hängt alles an dir, aber du fällst. Nimmst du noch einen mit. Es hätte gefühlt das Penta sein können. Aber man hat G4 kein Schild mehr rausbekommen. Ist da gefallen. War eine ganz schön knappe Kiste, wenn man ehrlich ist. Das war sogar ziemlich riskant. Also ich hätte an EDGs Stelle, hätte ich an der Stelle nicht den Tower Dive gewagt. Ich meine, sie haben gute Möglichkeiten, wenn sie einen Single-Target-Fokus finden, gerade über Amazing, der reingeht, der hat Hourglass, um sich Akku abzugeben, der hat Ulti, um sich Akku abzugeben. Aber so wirklich diesen All-In-Tower Dive mit allen zu wagen, gegen das Team mit Darius, mit Rengar, mit Lulu vor allen Dingen, die halt immer irgendwie noch safen kann, war riskant. Ja, man hat ja auch gesehen, dass das Stundenglas echt nochmal viel rausgeholt hat. Wir sehen das Ganze, er springt rein. Nicht genau, wer kriegt die Agro? Bei Amazing, der wirklich die Agro nimmt. Boah, ist halt auch riesig. Und Warlock bemüht sich. Aber er ist halt, Warlock ist, na, der hat schon den Dank bereits rausgehabt. Und zwar sehr, sehr früh. Das war ein richtig starkes Polymorph von G4, als Panda bedroht, beziehungsweise bedrohlich war. Aber das Crit Luck, das ist auch nicht da. Es sind halt so viele. Jetzt kommt einfach eins auf Panda. Nicht auf Panda, sondern auf Deft. Ärgerlich für ihn. Midlane, Inhib, nun gefallen. Das ist natürlich ärgerlich, aber es ist der Inhibitor, den man noch am einfachsten verteidigt. Bei Bedarf. Wir wollen jetzt hier eine Drucksituation da oben aufbauen, aber Amazing zu holen, das wird nicht einfach. Ah, der ist halt super mobil und da drin kannst du auch nicht kämpfen. Die Vorstellung ist schon ziemlich krass. Die lagen vorhin fast 5k Gold vorne, die Titans, und liegen jetzt fast 10k Gold hinten. Der Turnaround und die Throws, muss man einfach so sagen, die Entscheidungen, die gefällt wurden über die Calls, waren einfach nicht richtig und haben so viel Goldvorsprung jetzt abgegeben. Aber daran erkennt man halt auch ein Team, wie die Calls umgesetzt werden und was für Calls fallen. Und im Endeffekt sagt man ja auch immer, ob der Call gut oder schlecht ist, alle müssen followen. Da frage ich mich doch immer, was da bei Drake vorhin los war. Weil es war eigentlich ziemlich eindeutig, dass der Call kam, nicht fighten. Trotzdem konnte es nicht umgesetzt werden. Hier killt. Das war der entscheidende Moment im Spiel, denke ich. Das waren ja auch gute Resistenzwerte. Zweimal Wechselbosch-Sherpa am Start. Außerdem noch einen roten Trank bei beiden Carries, sowohl Mitte als auch Botlane, reingepackt. Das heißt, Schaden wird in Leben umgewandelt. Man hat mehr Schaden zur Verfügung. Und man geht jetzt auf den Nashor. Kann man auch ohne Probleme machen. Der offene Teamfight kann nicht angegangen werden. Zum einen, weil sie stärker sind im offenen Teamfight. Zum anderen, weil der mit in die Mitte noch mal down ist. Man muss auch sagen, immer ganz schön überpünktlich. Wenn sie diesen Inhibitor jetzt bekommen, sie haben halt mit dieser Komposition eigentlich ein übelst geiles Tower-Push-Advantage. Du hast einen Braum, der einfach eine Seite, wenn du vorm Turret stehst, zumacht mit seinem Schild. Du hast eine Windwall, die eine Seite zumacht, wo du halt einfach in Ruhe in der Zeit den Tower angehen kannst. Und wirklich, und wenn es jedes Mal bloß ein Drittel Damage auf dem Tower ist, aber du kriegst die Auto jetzt raus. Und das ist halt saugefährlich. Das ist ähnlich, alle Walls haben irgendwie diesen Vorteil, alle Shields. Das, wie gesagt, Braum Shield kann eine Ecke zumachen. Du hast eine Anivia Wall, mit der du sowas machen kannst. Du hast zum Beispiel auch eine Seer Wall. Gut, das Ultimate hat einen ziemlich hohen Cooldown. Du hast die Wind Wall. Das sind halt wirklich. Oh, nur sie tatsächlich. Da muss man Angst haben. Ein gebuffter Rengar, am besten noch in seiner Ultimate. Da kannst du schlecht kommen. Zack. Jetzt hat er Clearlove als Ziel gewählt. War nicht die beste Entscheidung seines Lebens. Ist natürlich noch Tanky und Ender. Hat noch Sterax. Kann da also. Oh, Moss! Der ist jetzt ziemlich tief drin. Lloyd! Weggestoßen, abgerippt von EDG. Jetzt kann man natürlich aufräumen. Ohne Ende. Die werden aufgeschlitzt. G4 im Stundenglas. Wildwuchs schon länger raus. Zack, Double Kill für Clearlove. Der macht hier aber echt krasse Fässer jetzt gegen Ende. Warlock, zack, 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 zack. Wurde da oben die Young gegangen. Ich verstehe die Situation. Aber Lloyd, da sieht man es halt. Diese Sache, die wir vorher besprochen haben. Er darf nicht in die Fassreichweite kommen. Super schwer. Super schwer, sich da richtig zu positionieren. Den Clearlove ist mobil ohne Ende und ja, auch EDG hat keinen Bock mehr. Die sagen sich, ist genug, ist Schluss. Ist hier noch nicht weiter. Wir nehmen jetzt hier eure Türme, eure Gebäude auseinander. Baron brauchen wir nicht. Wir beenden das hier in der Sekunde. Lloyd ist zwar bald wieder da, aber es reicht nicht. Edward Gaming hat das Spiel überstanden, aber holy moly, war das bad. Ja, das war halt wirklich super fehlerreich. Also nochmal das Zitat, ne? EDG und SKT ist für viele das Traumfinale. Meine Freunde, das war gerade ein Traumfinale. Ja? Das waren aber wirklich heftige Startprobleme. Hätte, glaube ich, keiner so erwartet, dass sie die Probleme kriegen. Extrem, extrem. Die Titans hätten bloß noch das Problem, es wirklich zu Ende zu bringen. Es einfach bloß richtig umzusetzen.
Man muss ja auch bedenken, es war ja nicht unbedingt so, dass übelste Plays gemacht wurden auf der taiwanesischen Seite. Sie haben Fehler ausgenutzt, was ein gutes Team können muss. Das ist eine Fähigkeit, die du haben musst. Und die Fehler wurden einfach präsentiert auf dem Teller. Das war halt kein Game, wer macht die besseren Plays. Es war einfach ein Game, wer macht die größeren Fehler. Und die waren halt bei den Titans zum Schluss fatal. Der Drachenfight war super. Der war super ausschlaggebend dafür, dass es halt bloß noch bergab ging. Die Leute schreiben mir gerade, BK hat